Hallo liebe HSG-Familie, wir sind hier heute bei unserem letzten Spaziergang der Hashtag Nice to Meet Hanau Tour. Ihr könnt es euch vielleicht denken, wir sind heute in Steinheim, dem zweiten Stammverein der HSG Hanau, bei der Turnerschaft Steinheim, die hier zu Hause ist. Genau, und wir, das sind der Tobi und ich, der Max aus der zweiten Mannschaft. Und begleitet werden wir natürlich wie immer von unserem lieben Hans-Peter. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei der Steinheim-Tour. Ja, heute, habt ihr schon gesagt, sind wir hier in Steinheim. Stehen direkt vorm Eingang zur Stadt am Maintor. Und hier wurde früher tatsächlich Zoll eingetrieben und Gericht gehalten. Und das konnte nur eine Stadt, wenn sie Stadtrechte hatte. Und auch deswegen war ja letztes Jahr ein ganz besonderes für Steinheim. Ja, genau. Also eigentlich wären hier einige Feierlichkeiten angesagt gewesen, denn Steinheim hätte 700. Geburtstag gefeiert. Und deswegen, ja, leider durch die Situation nicht möglich gewesen letztes Jahr. Hans-Peter, wir sind ja jetzt hier am Schloss Steinheim. War das mal mehr gewesen oder sah das schon immer so aus? Du spielst so auf die Mauerreste und Fensterreste an, die hier so überall rumstehen, gell? Das Schloss ist tatsächlich ein Teil einer wesentlich größeren Burganlage gewesen und feiert übrigens nächstes Jahr Geburtstag, wird es 800 Jahre alt und gehörte mal viele Jahre, fast 400 Jahre, den Kurfürsten von Mainz. Von dem alten Schloss übrigens, ein bisschen hinter dem Baum da versteckt, ist noch der Bergfried übrig. Das ist ein ziemlich mächtiger, kräftiger Turm. Was schätzt denn, wie dick die Mauern sind von dem Turm? 2 Meter vielleicht. Ja, gut. Das ist noch schlimmer, die sind 3,70 Meter. Kannst du dir vorstellen, dass innen drin da gar nicht mehr viel Platz ist? Nee, da bleibt nicht mehr viel. Weil so auf der Hälfte der Höhe gibt es eine Türmerwohnung, da geht es noch. Aber drunter, im unteren Drittel, ist ein Verlies. Ein 10 Meter tiefes Loch und das war nur von oben zugänglich. Und da hat man die dazu verurteilt wurden, mit dem Seil runtergelassen und wahrscheinlich da unten dann auch vergammeln lassen. Ja, gut, dass die Zeit vorbei ist mit den Verliesen. Heute findet ja hier viel Angenehmeres statt. Ich weiß noch, ich war mal hier beim Bundes-Eppelwoi-Fest und beim Altstadtfest. Da ist, glaube ich, auch die HSG Hanau engagiert, oder? Ja, beim Altstadtfest haben wir zumindest einen Bierwagen stehen und auch einen Essensausgabestand. Und ja, da ist die HSG Hanau dann auch aktiv. Super, da weiß ich, wo ich das nächste Mal, wenn das hoffentlich bald wieder hier stattfindet, auch mal Geld hintrage. Ja, sehr gerne. Hier in Steinheim gibt es ja haufenweise schöne Kneipen, Apfelweinwirtschaften und so weiter. Ich glaube, da fühlt man sich dann auch nach dem Training mal richtig wohl, oder? Ja, definitiv. Also da fühlen wir uns schon richtig wohl. Wir haben ja auch unsere Heimspiele hier samstagabends immer in Steinheim in der Dornerhalle. Und danach geht man ganz gerne auch mal das ein oder andere Getränk zu sich nehmen hier in der Altstadt. Da schauen wir jetzt dann gleich mal davor, wo ihr da so zugange seid. Hole ich mir mal ein paar gute Tipps von euch. Sehr gerne. Weißt du aber auch, dass du hier in der Altstadt ab und zu mal dem wilden Mann begegnen kannst? Also ich bin hier vielleicht schon mal dem einen oder anderen wilden Mann begegnet, aber ich bin mir nicht sicher, was genau du damit meinst. Da oben im Haus, da steht er. Ja. Hier überm Eingang von dem schönen Fachwerkhaus, diese Formation da, das heißt Wilder Mann. Also keine Angst, es kommt dir keiner entgegen, mit dem du Schwierigkeiten kriegst. Das ist eine Schmuckformation im Fachwerk, weil Steinheim ist ja tatsächlich auch ein Ort der deutschen Fachwerkstraße. Hier gibt es auch wunderschöne Fachwerkhäuser, wie ihr ja hier seht, mit solchen Schmuckformationen. Und es lohnt auf jeden Fall einen Besuch.
Ja, hier am Obertor vor der alten Pfarrkirche St. Johann Baptist sitzen wir ja echt vor einem Wahrzeichen von Steinheim, oder? Ja, genau. Also ich war da auch schon mehrfach drin. Ich war auch sogar schon mal oben. Ich habe mal gehört, das Gerücht, dass es mal ein ehemaliger Wachturm gewesen sein soll, weil es auch so ein bisschen so aussieht von der Form her, gar nicht so wie eine Kirche. Da habe ich mal ein Gerücht gehört, dass es mal ein Wachturm tatsächlich gewesen ist. Stimmt das? Das ist auch so, weil wenn du hier unten hinschaust, da ist ja wie so eine Schießscharte drin. Das ist ja alles andere als ein Kirchenfenster. Das war tatsächlich ein Turm der Stadtbefestigung hier. Weil hier auf dem Platz stand eigentlich mal eine riesen Toranlage, das Obertor, das die Stadt gegen die Landseite gesichert hat. Mhm. Und der Turm war tatsächlich ein Wehrturm, wurde aber dann zum Glockenturm, weil die Pfarrkirche von Steinheim mal von Kleinsteinheim nach Großsteinheim verlegt wurde, so ungefähr Mitte des 16. Jahrhunderts. Und damals waren die Zeiten recht unruhig und kriegerisch. Steinheim, Großsteinheim, war besser befestigt. Und dann wollte man hier den Schutz im Prinzip genießen, hat die Kirche hierher verlegt. Und da hier hinten dran nur eine kleine Kapelle stand, die Heiliggeistkapelle, hat man die vergrößert, gleich an den Turm mit dran gebaut und hatte so ganz einfach gleich einen Glockenturm. So, wir sind jetzt am Ende unseres letzten Spaziergangs hier durch Steinheim, des letzten Spaziergangs von Hashtag Nice to Meet Hanau. Vielen Dank, Hans-Peter, für die tollen Eindrücke und wir hoffen, euch hat es genauso gut gefallen wie uns. Genau, deswegen auch nochmal von mir vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir drei, wir genehmigen uns nochmal so einen Feierabend-Shopper hier in einer der Steinheimer Wirtschaften, oder? Ja, sehr gerne, machen wir. Also, macht's gut, ciao. Ciao.